So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und Pupsi hat mal wieder was mitgebracht und zwar Pizza Donuts. Ich weiß jetzt gar nicht woher, die möchte ich euch aber auch mal zeigen. Die sehen nämlich so aus, da haben wir hier zwei Packungen von Alfredo. Alfredo ist doch, glaube ich, eine Teegutmarke, keine Ahnung. Nee, Alfredo ist, was ist Alfredo? Schreibt mal rein, was Alfredo ist. Ihr habt ja auf jeden Fall zwei Pizza Donuts. Bacon, ein Pizzadonut, Adi, was? Und zwei Pizzadonuts mit Salami. Die sehen auf jeden Fall sehr genial aus. Die möchte ich jetzt mal fix auspacken. Mal schauen, wenn ich die auspacke, wie die aussehen. Wenn man die auspackt, bestimmt nicht so geil. Obwohl, vergleicht, so sieht's da aus, so sieht's hier aus. Kann man lassen. Und da ich ja letztens mein BMI gesehen habe, ab 30 ist man gesundheitlich schwer beschädigt und meiner war bei 39 irgendwas, werde ich mir heute nur einen Donut von jeder Packung machen. Außerdem hat Pupsi die ja mitgebracht und ich weiß nicht, ob sie die auch probieren möchte. Ich sage immer, Pupsi, hier, probier auch mal und sie, nee, nee, das ist für dich, ess du ruhig. Und weil ich es nicht weiß, aber es ihr trotzdem wieder aufdrängen möchte, mache ich einfach nur die Hälfte. Ich esse weniger. Die andere Hälfte ist noch für Pupsi. Und wenn Pupsi ihre nicht isst, esse ich die anderen einfach beim nächsten Mal. Und so habe ich zwei Mahlzeiten. Jetzt können wir hier noch gucken. Also Bacon, so sieht's aus. Und so sieht's hier aus. Ja? Die schmeißen wir jetzt erstmal in den Ofen und gucken uns dann an, wenn es fertig ist. Du musst richtig leiden, musst du. Solange du mich nicht umbringst, ist alles gut. Die packen wir jetzt erstmal in den Ofen und dann gucken wir es uns an, wenn es fertig ist. Genau. So, die Pizza-Donuts sind also fertig. Wir zeigen euch nochmal die Packung. Die können wir nicht oft genug zeigen. Die sieht eigentlich richtig fresh aus, ja. Das sieht auch sehr köstlich aus. Ich habe auch gesehen, die sind übrigens aus dem Lidl. Ich habe auch gesehen, manche haben in diesen Bake-Off-Shops auch immer so Pizza-Donuts rumliegen. Die sind aber natürlich kalt, trocken. Meistens ist die ganze Salami runtergefallen. So sieht das jetzt aus, wenn das fertig ist. Ich habe es mir mal erlaubt, mit Backpapier zu arbeiten, was diesmal nicht schwarz geworden ist. Das ist der Salami, das ist der Schinken. Kann man vielleicht erkennen. Und weil wir vornehm sind, essen wir das Ganze sogar mit Messer und Gabel, weil ich es mal durchschneiden möchte, um zu gucken, wie das innen drin aussieht. Im Endeffekt ist es noch gefroren, weil ich es zu früh raus habe. Nee, es ist warm innen drin. Wir machen das ganz gemütlich. Wir teilen den in vier Hälften, ja? Und den anderen natürlich auch. So kann das schön die Hitze rausziehen. Dass man sich auch nicht verbrennt. Ist eine kleine Mahlzeit für zwischendurch. Sieht auf jeden Fall gut aus. Dampft auch recht gut. Ihr seht natürlich gar nichts. Leider habe ich keine zweite Cam wie Kanal Phänomenal, der dann von oben drauf filmt, dass ihr seht, was ich hier mache. Ihr müsst mir vertrauen, dass ich das durchschneid. Was hat das mit Vertrauen zu tun, Bruder? So sieht das jetzt also aus. Schön vier Stücken. Hässlich vier Stücken. Alles wild durcheinander. Und da Salami ja bekanntlich kräftiger ist im Geschmack, fangen wir mal mit dem Schinken an. Schinkennase. So, sieht das gut aus unten? Sieht das gut aus oben? Ich weiß es nicht. Alter. Alter. Richtig genial. Ich glaube, ich muss die Packung nochmal raussuchen, um nochmal genau zu lesen, was da jetzt drauf ist. Ich habe nämlich die anderen zwei in die Schinkenpackung und habe die wieder weg. Und habe jetzt nur die Salami-Packung hier rumliegen. Das hat auf jeden Fall so einen knusprigen, luftigen Boden. Ich bin richtig begeistert, wenn so der Pizzaboden wäre normalerweise. Ich würde übelst abgehen. Dann diese Schinkenwürfel sind ganz klein und unauffällig. Du merkst sie aber trotzdem, haben einen richtig guten Geschmack.
Und unter dem Käse ist im Prinzip so weiße Soße. Ich weiß nicht, was das ist. Soll das Sauce Hollandaise sein? Ist das Creme Fraiche? Ist das sonst was? Es hat auf jeden Fall eine richtig gut cremige Note. Mmh. Richtig genial. Ich muss das nochmal raussuchen. So. Zum Glück sitze ich an der Quelle. Ah! Weizenteig im Steinofen gebacken, belegt mit Sauerrahmsoße, Emmentaler und Bauchspeck. Diese Sauerrahmsoße, die passt so gut dazu. Emmentaler dabei. Bauchspeck, wunderbar. Jetzt bereue ich, dass ich nur einen gemacht habe. Ich hätte gleich beide machen können. Aber die schmecken so gut. Die muss Pupsi unbedingt probieren. Vielleicht kauft man die auch öfters. Mal gucken, ob es die immer gibt oder ob die jetzt nur in der Werbung waren oder irgendwas. Ansonsten richtig geniale Sache. So. Ja. Gut, Salami hat jetzt nichts Besonderes, was einen überraschen könnte. Aber ich dachte eh, dass Salami der Hit ist. Ich habe noch nie schlechte Salami-Pizza gehabt. Schinken ist immer so ein bisschen, naja, manchmal schmeckt es komisch, manchmal schmeckt es gut. Aber Salami, die ist einfach immer kräftig und brutal. Mal gucken, wie Salami schmeckt. Hm. Schmeckt typisch eigentlich wie Baguette. Es schmeckt auf jeden Fall nicht wie Salami-Pizza, die man so kennt. Aber wenn ihr Baguettes kauft, da gibt es ja auch Salami-Baguette. Und genau diesen Salami-Baguette-Geschmack habt ihr hier, weil das wahrscheinlich auch genau die gleiche Salami ist und genau die gleiche Größe und die gleichen Scheiben. Wer also Salami-Baguette sich kauft, eine ganze Packung mit 10 Stück für 2 Euro, der braucht sich nicht 2 Donuts kaufen. Für 2 Euro, da könnt ihr auch Baguettes essen, habt ihr genau den gleichen Geschmack. Aber bei dem Schinken bin ich echt begeistert. Denn die Schinkenbaguettes, die schmecken ein bisschen nach Schinken und nach Käse. Aber gerade auch diese Sauerrahmsoße macht die Donuts einfach zu was ganz Besonderem. Meiner Meinung nach. Hier steht auch drauf. Einfach nur Weizenteig im Steinofen gebacken, belegt mit Mozzarella, Paprika, Würfel und Salami. Mozzarella ist eh nicht so kräftig im Geschmack. Die Salami macht den Geschmack aus und die Salami schmeckt genau wie bei den normalen Baguettes. Also versteht mich nicht falsch, das heißt nicht, dass es nicht schmeckt. Es schmeckt wunderbar, trotzdem, genau so muss das sein. Wenn man sich zwischendurch einen Snack gönnen möchte. Egal, ob das in Donutform oder Baguetteform ist. Ich glaube nur einfach, dass ihr mit den Salami-Baguettes günstiger dran seid. Aber Schinken hat mich echt überrascht, war das Geschmackserlebnis. Deshalb, wenn ihr die auch kennt, wenn ihr mal im Lidl wart, vorhin habe ich noch gerätselt, Teegut, sonst was. Lidl ist die Lösung gewesen, jetzt habe ich's. Wenn ihr mal im Lidl seid, schaut mal, ob ihr diese Pizza-Donuts findet. Pizza-Donuts, es gibt glaube ich sogar noch eine dritte Sorte. Wüsste ich jetzt nicht, wer die kennt. Was ist die dritte Sorte? Schreibt's mal rein. Pupsi hat nur die zwei mitgebracht. Und dann würde ich sagen, war's das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Mmh. Das ist so geil. Nächstes Stück ist schon leer. Kleine Mahlzeit, ne, im neuen Jahr. Mmh.